Es wird Zeit, die Motoren anzulassen, denn gleich beginnt ein weiteres spannendes Formel-1-Rennen auf dem Algarve International Circuit. Willkommen zum Großen Preis von Portugal. In Portimão gibt es 15 Kurven auf einer Strecke mit 4,6 Kilometer Länge. 9 sind Rechtskurven, 6 gehen nach links. Es geht häufig bergauf, weshalb es besonders wichtig ist, gut aus den Kurven zu kommen. Dies gilt vor allem beim Ausgang von Kurve 4, denn vor Turn 5 hat man eine gute Chance zum Überholen, wenn man vorher die Linie perfekt erwischt. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Naja, Heiko, man muss mit dem Gaspedal schon etwas aufpassen. Man muss diszipliniert bleiben und darf nicht versuchen, das Rennen schon in der ersten Runde zu gewinnen. Manchmal muss man auch den Fuß vom Gas nehmen, um den Abstand zu den anderen zu vergrößern. Es zahlt sich zwar manchmal aus, im Pulk als Letzter zu bremsen, aber es ist auch ein leichter Weg, seinen Frontflügel zu verlieren. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Valtteri Bottas steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Hamilton, Perez, Yuki Tsunoda und Vettel. Stroll, Sainz, Ocon und Fernando Alonso. Gasly, Norris, Daniel Ricciardo und Leclerc. Mazepin, Giovinazzi, Mick Schumacher und George Russell. Latifi und Kimi Räikkönen rundet die Startaufstellung ab. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Gemacht. Schön überholt. Thank you.
bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Aufgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 15,9 Sekunden. Absolute Spitzenklasse. Das ist ein fantastisches Ergebnis. Super gemacht. Eine fast fehlerfreie Darbietung war das hier und ein eindrucksvoller Sieg. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Dieses Rennen wurde wohl durch geschickte Bremsmanöver entschieden. Dadurch konnte er die Innenseite der Bremszonen besser ausnutzen. Und wenn man das oft genug macht, gewinnt man am Ende das Rennen. Das war aber auch ein ziemliches Schauspiel, nicht wahr? Vergiss die Strategie, vergiss die Reifen. Wer sieht nicht gerne einen klassischen Wettkampf?
Hier sind unsere Gewinner nach diesem beeindruckenden Rennen. Erfolg ist für dieses Team zwar nichts Neues, aber sie wollen eindeutig noch mehr. Glückwunsch an das Alpine-Team zu diesem hervorragenden Erfolg. Dank eines beeindruckenden Resultats heute übernimmt Fernando Alonso die Führungsposition in der Meisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Ich finde, das ist eindeutig Fernando Alonso. Er hat die Strategie perfekt umgesetzt und durchgängig das richtige Tempo gehabt. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.